So, wunderbar. Auf jeden Fall auch ausradieren. Aber selbst mit ausradieren sind die nicht zufrieden. Irgendwie ist dann die Stadt trotzdem sauer, wo wir eigentlich keine Leute mehr drin haben sollten. Ja. Die Imame, habe ich das Gefühl, müssen wir mittlerweile echt tief reinschicken. So. Er kommt näher und näher. Sehr gut. Bis wann kommt er? Bis dahin. Dann schicken wir mal nach da. Marcel macht jetzt Stress. Tatsächlich nie ein Problem mit Marcel. Aber jetzt natürlich machen sie auf pingelig. Das ist natürlich geil. Ja, wir bräuchten eigentlich auch mehr Schiffe, ne? Damit wir sind auf dem Wasser sowas von nicht sicher. Wir sind richtig leichtes Fischfutter. Leon können wir nochmal herstellen. Fuck. Das war natürlich jetzt teuer. Aber Investitionen in die Zukunft, meine Freunde. Halt, wir brauchen eigentlich auch hier, wo ist er? Den brauchen wir eigentlich, die Sultanstelle. Weil wir können die ganze Zeit diese Einheiten hier nicht aufladen. Scheiße. Ist ein Kavallerie. Wenn Keil willen. Wofür sind die denn gut? Effektiv kreisen und schießen. Ach, können auch Fernkampf. Ja, nee. Von Fernkampf halte ich nicht viel. Also, jetzt vor allem auch berittene Bogenschützen sind in dem Spiel, finde ich, ein bisschen zu buggy. So, was haben wir hier? Sehr viel Infanterie. Das könnte machbar sein. Wir müssen auf jeden Fall ran. Und vielleicht haben wir auch mal Glück und unsere Festungen schießen. Das wäre natürlich auch wieder geil. Dementsprechend müssen sie natürlich auch nah dran sein. So. Natürlich werdet ihr eine Armee. Ihr werdet eine Armee. Und so weiter und so fort. Hier. Du kommst mit denen die 3 und du kommst mit denen die 2. Und ihr, meine Freunde. Wahrscheinlich kann das Ding wahrscheinlich wirklich wieder nicht schießen. Sieht nicht so aus, ne? Wie immer, ey. Geil. So, ihr geht hier volle Kanne rauf. Ihr hier. Die 3 wird sich einmal dahin begnügen. Ne, komplett auch raufschicken, ne? Zack, 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 zack. Die 1 läuft hier immer außen rum. Die habe ich zugeteilt. Ihr geht mal mit auf die Kavallerie. Ah, ihr schießt tatsächlich. Aber ist egal, komm, wir gehen rauf. Schaffe ich es noch abzufeuern? Ja. So, die 1 ist außen rum. Schicken wir rauf hier. Noch langsamer, bitte. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Wir gewinnen. Gut, dass wir die jetzt haben, das wundert nicht. Ja. Wir haben ja leichte Kavallerie, ihr kommt da hoffentlich hinterher. Und könnt euch vielleicht noch den General holen. Ja, den kriegen wir nicht mehr, der ist weg. Ah, Feigling. Was mit denen hier? Ach Leute. Diese Kavallerie, als ob ihr da nicht hinterherkommt. Danke. Der Sieg ist unser. Gut, da sind sie halt noch geflohen. Würde ich sagen, laden wir mal ein bisschen auf hier wieder. Hier wird hergestellt, warte mal. Hier war doch auch noch was, guck mal. Haben wir noch irgendeinen General hier, den wir mit nach oben schicken können? Ihn jetzt zum Beispiel. Oder macht... Ich bin Paris und wein dann rum. Vielleicht kam Paris aber auch klar, wenn ich den hier habe. Die Rennstrecke habe ich aber.
Ah, zack. Was wünscht kommt der in die Armee und geht mit nach Großbritannien. So, er wird gerade vollgefüllt. Hat da nicht noch jemand hier irgendwie? London hatte eigentlich schon das Ding, warte mal. Aha. Du mich auch, Spiel. Sehr schön. Haben wir das auch? Nächste Runde. Wien macht... Ja, mache ich mit Wien jetzt was oder nicht? Er steht halt relativ lecker jetzt. Wow. Aber sind beide dabei. Wir haben eigentlich nur Fernkampf, wenn ich das sehe. Ja, kommen zwei Landsknechte, einmal Kavallerie, aber sonst haben wir eigentlich nur Fernkampf. Das heißt, volle Otze drauf. Sehr schön. Ich hätte die Verstärkung eigentlich automatisieren sollen, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Scheiße. Weil so viel kann ich natürlich jetzt nicht lenken. Ja, allein schon bei der Karte hat sich das gegen uns gewendet. Was ist denn das für ein Scheiß hier schon wieder? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall so nah wie möglich ranstellen. Und so weit oben wie möglich natürlich auch. Eins. Zwei. Wir haben jetzt natürlich nicht die krassesten Einheiten. Das ist so das Problem, was ich hier sehe. Verstärkung kommt auch nicht. Geil. Kavallerie laufen natürlich etwas später los. Das werden wir machen, das werden wir machen. Der General muss mit rein, anders schaffen wir das nicht. Es sind extremst viele. Es sind so viele. Wir haben halt kaum Kavallerie, wir haben so viel Infanterie dabei. Wir brauchen unsere Infanterie. Zack, zack, zack. Keine Ahnung, ihr geht hier hin. Ach. Verflucht sei die Sonne, die ach, da. Schmach scheint. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden. Oder wir werden. Ja, wir rennen den Leuten hinterher, die sowieso fliehen. Ach, Leute. Das ist gerade unsere Chance. Den Feind hat es schwer. Die Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu wenden. Dann mal bitte die vier auf die Landsknechte. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Ja, die haben wir, sehr schön. Wir gewinnen die Schlacht. Allah sei gepriesen. Der ja, schön. Sieg ist unser. 590 Mann übrig. Ich hätte vielleicht noch aufräumen sollen. Ach. Weil es überleben natürlich so viele. Ja, ja, komm, du mich auch, Spiel. Gut, dann gehen wir zurück nach Wien. Zack. Na, nächste Runde. Zack. Ach, Antwerpen, da war ja was. Okay, die greifen jetzt an. Ja, was haben wir da? Hauptsächlich Mörser. Die würden sich halt, ne, wie in Schweizer Käse, werden sie diese Stadt verwandeln. Also in Schweizer Käse. Ist okay. Ist okay. Es könnte zu schaffen sein. Wir werden hoffentlich alle den Sonnenuntergang erleben. Könnte zu schaffen sein. Sultan. So. Das Schicksal hat sich gegen uns gewendet. Der Feind scheint die Schlacht zu gewinnen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie diese Dinger loslassen. Wir müssen auf jeden Fall... Was haben wir da? Haben wir wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ist wahrscheinlich Infanterie. Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall eines tun. Und zwar werden... Den Hauptmann brauchen wir eigentlich auch. So, hier ist halt die Eins. Zwei. Und, na komm, weißt du was? Zack. Ich habe natürlich jetzt auch eine Idee bei der ganzen Sache hier. Ja, ihr seid drei. Und ihr seid die vier. Der Plan ist jetzt folgendermaßen. Wir haben hier sehr viele Mörser, ja. Die eigentlich derbe... unbeweglich sind, wenn wir mal ehrlich sind. Weißt du was? Wir schicken auch nur die dicksten rein. Größten Armeen. Einmal links und einmal rechts. Wir schicken noch ein bisschen mehr hinterher.
So. Oh, leck. Wir dürfen nicht schießen, das ist das Allerwichtigste. Warum leckt denn das so? Die machen doch kaum was, oder? Sonst ist hier nichts, was schießt. Jetzt kommen natürlich die anderen, das ist ungünstig, ja. Einmal bitte abziehen. Rückzug, Rückzug. Wir fliehen, wir fliehen, wir fliehen. Also fliehen nicht. Wir gehen einen taktischen Rückzug ein. Und die 2 wird sich bitte noch da bequemen. Danke. So. Und die Herren werden dann gleich schießen, hoffentlich. Nee, man hört wieder nicht auf mich. Ach, fickt euch doch in euren kleinen Mini-Arsch, ey, wirklich. Ja, komm. Das war nicht der Befehl. Ich hasse es, wenn die Leute nicht tun, was ich sage. Es ist so schlimm. Ja. Das Tor kann übrigens zu, ja. Hallo? Danke. Ich könnte kotzen, 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 kotzen. Verflucht sei die Sonne, die unsere Schmach scheint. Wir müssen das Blatt. Das war nicht der Befehl. Das war, Alter, ich kotze gleich wirklich im Strahl irgendwo gegen. Es ist ja absolute Frechheit, dass sie auf nichts hören. So. Oh, die Orgelkanonen sind im Arsch. Die oben schießen fleißig weiter, wie sich das gehört. Macht mal. Selbst auf 1 leckt das, wa? Was ist denn da los? Aber eigentlich geht dir doch gar nicht mehr so viel ab. So, die ganzen Artillerieleute fliehen. So, das Ding brennt. Ihr seid am Arsch mit anderen Worten. Richtig am Arsch. Meine Schützen ballern hoffentlich ordentlich weiter. Die Türme, glaube ich, schießen selber auch. Ah, nee, das Ding holen sie jetzt. Das ist ungünstig. Die sich nochmal zurücktrauen. So. Gut, wichtig jetzt, das A und O ist einmal hinten reinpushen. Die Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu wenden. Aus solchen Wendungen entsteht der Sieg. Wir werden einfach mal, wenn ihr das tut, was ich sage. Unser verschlagener Feind hat unsere Mauern mit seinen Belagerungstürmen erreicht. Seht zu, dass er dort nur den Tod findet. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Wir gewinnen die Schlacht. So, Rückzug. Wir machen nochmal einen ordentlichen Ansturm. Ja, flieht doch dann halt nach 2 Sekunden schon. Genau, das ist nämlich der sinnlichere Weg. Genau, sich vor das Tor zu stellen. Vollidiot, ne. So, wieder zurück. Wieder zurück. Boah, Bruder, ey, das ist ja... Und jetzt sind das so wenige, jetzt können wir auch ran. Hoch da. Ach, kein Kommentar. Aber es ist zum Glück kein richtiger General gewesen, also kein Familienmitglied. Also hoffentlich passt das.
Ach, nimm die Scheiße runter und renn. Der Sieg ist in Reichweite. Schön. Große Siege sind wir. War aber spannend auf jeden Fall. Wäre das eine richtige Armee gewesen mit allem drum und dran, keine Chance. Okay, was passiert da? Ich würde halt gern lieber den spielen statt den hier. Wir machen den Kampf jetzt, alles klar. Kein Geld mehr am Start, man kennt es. Ich habe jetzt aber auch dass so eine Insel so einen Stress macht, nur weil es, ich weiß nicht mal warum. Zitadellen machen normalerweise irgendwie eigentlich nie Stress. Wenn ich ehrlich bin, ja. Soweit ich das weiß. So, weißt du was? Komm mal her. Ihr müsst, kommt mal wieder nach Ajaccio. So. Ich habe auch mit den Schiffen jetzt vielleicht sehr übertrieben. Das kann man natürlich so sagen. Dann halt andersrum, wenn ihr rumzickt. Wir gehen für heute vor Anker und segeln nah an. Inshallah. So, hier sind alle drinne. Kauf mal Nordamerika. Ja, der Eisentyp, das ist okay. Lol. Waren da so viele drin? Hab ich. Was? Ja, das wusste ich tatsächlich jetzt nicht. Ja, meine Freunde, dann geht mal durch. Da unten ist noch einiges. Und dann können wir. Dann decken wir auch gleich die anderen auf. Wobei haben wir eigentlich schon. So. Wir haben jetzt hier eine Armee, ja, ne? In Zaen. Oder vor Zaen. Wir werden noch eine Runde warten, bevor wir die rausschicken. Hier stellen wir eh gerade nichts her, ne? Joa, wir warten noch eine Runde auf jeden Fall, bis wir hochschicken. London hat sich beruhigt. Sehr schön. Man könnte jetzt eine kleine Armee zusammen. Alter, immer diese Heulbojen, ey. Ich kann's ja echt nicht mehr ab. Und wird direkt gezickt. Mit Nottingham macht auch direkt Stress. Nice. Na, jetzt können wir die auch noch rausnehmen. Ja, hier kommt noch eine Kanne Varon rein. Okay. Schade. Wir haben natürlich jetzt auch extrem viel hergestellt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wir haben es uns richtig gut gehen lassen, was das betrifft. Wir haben uns jetzt hier ordentlich Einheiten gegönnt. Eine Kanone ist West, wird ja auch noch eine Kanone dazu. Und ab nach, weiß nicht, nach Dänemark. Nach dem zum echten Dänemark. Und zwar hier nach. Wie heißt es doch? Aarhus, ne? Ja. Ab nach Aarhus mit euch. Frankfurt bekommt gleich Besuch. Ich hoffe, wir können vielleicht. Sogar zwei drin. Okay. Nice, einen haben wir. Schön wäre es gewesen. Schade. Das ist die Frage. Das gehört jetzt ja auch Dings hier, ne, weißt du? Weißt du was? Wir gehen jetzt nach Budapest. Wir brauchen das Money auf jeden Fall. Thorn. Ah, ist nicht voll belegt, aber die Armee ist da. Wir warten da lieber noch. Deswegen haben wir halt hier auch eine halbe Armee drin. Komm nach oben. Und jetzt beginnt die Schlacht. Eine wichtige Schlacht. Okay. Sehr viele Schützen, einige Infanterieeinheiten. Wir haben wieder sehr viel Kavallerie dabei, aber auch Speerträger für den Fall der Fälle. Gut gepanzerte Speerträger, möchte ich nochmal betonen. Okay, das ist, könnte machbar sein auf jeden Fall. Und dann wäre die Armee auch endlich mal weg. Und dann könnte man überlegen, nach Ragusa rüberzufahren. Mit dieser Armee hier. Wenn man in Neapel auch nochmal ein paar Einheiten stationiert. Oder gerade am Belagern sind. So, zack, zack. Sind ja auch alle noch frisch. Frisch von der Ausbildungsstätte.
3. Weißt du was, ihr seid nicht so voll. Dann schicke ich euch nochmal die 1. Und die 4 noch einmal, ne? Die klassische 4, man kennt sie. Vorne stehen immer die Schützen. Das ist eigentlich ein unausgesprochenes Gesetz. Es wird sowieso so schon eigentlich ausreichen, reinzulaufen. Wir könnten auch eigentlich mit der 3 außenrum, weißt du? Und mit der 4 immer. Weißt du was? Euch schicke ich einfach. Mal. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich schicke jetzt auch mal einzeln auf die Armeen drauf. So. Beim Anschwimmen ist jeder Schütze. Okay, die Kavallerie ist auch vorne. Okay, die 3. Bitte einmal. Und zwar volle Kanne. Hier geht auf die. Den Feind hat es schwer erwischt. Unsere Männer schön. Den ungläubigen General erschlagen. Er war auch direkt aber im Minenfeld aus Speerträgern, ey. Das war aber auch nicht das Klügste, mein Freund. So, und bitte die 4 hinterher. Ich weiß gar nicht, was ihr macht. Ich habe euch generell eigentlich darauf befohlen. Na gut. Haben wir so oder so. Sehr nice. Dass ihr euch nicht was schämt, hinten drauf zu schießen, Alter. Auf da. Kaum noch Verluste, weil die haben keine Chance mehr einfach. Sehr schön. Komplette Armee ausgemerzt. Unser Feind flieht vor uns. Der Feind muss den Tag verfluchen. Sehr schön. Dann helfen wir jetzt mit dieser Armee dann unten in Neapel. Zack. Pass auf, jetzt bricht der Vulkan aus und alle meine Leute sterben. So, wir sind zwar gerade im Minus, aber ich sag mal ganz ehrlich, mit einem, ich sag mal, mit einer ordentlichen Stadt, die wir einnehmen können und ausradieren können oder so. Wobei Neapel würde ich ausrauben. Ne, würden wir auch ausradieren, sicher, sicher. Ne, könnten wir auf jeden Fall gut Geld machen.